Hi und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Thomas und heute geht es um Data Loss Prevention. Das Video hier ist Teil unserer Reihe rund ums Thema Datensicherheit. In den kommenden Wochen werden wir euch noch mehr und noch tiefere Einblicke in die Welt der Data Loss Prevention geben. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, solltet ihr ganz dringend abonnieren. Also, worüber sprechen wir jetzt? Ich habe es schon mehrfach gesagt und im Titel steht es schließlich auch. Data Loss Prevention. Aber was ist das eigentlich genau? Data Loss Prevention lässt sich frei übersetzen mit Vermeiden von Datenverlust. Das ist zwar sprachlich richtig, führt aber gerne zu Missverständnissen. Was ist euer erster Gedanke, wenn ihr das Wort Datenverlust hört? Vermutlich, dass Daten gelöscht wurden. Dass ihr euch mal wieder euer Backup anschauen solltet. Dass vielleicht mal wieder ein Recovery-Test sinnvoll wäre. Und genau darum geht's heute nicht. Bei Data Loss Prevention geht es nicht darum, Datenverlust durch Löschung zu vermeiden. Bei DLP geht es darum, dass keine Daten in die falschen Hände geraten. Das Wort Verlust bezieht sich in dem Fall also darauf, dass ihr die Kontrolle eurer Unternehmensdaten verliert und diese in die falschen Hände geraten. Deshalb übersetzen wir DLP ab jetzt nicht mehr mit Vermeidung von Datenverlust, sondern mit Vermeidung von Datenabfluss. Und warum sollte uns dieser Datenabfluss jetzt interessieren? Stellt euch Folgendes vor. Ein mittelständisches Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, auf der Kunden Produkte kaufen können. Das Unternehmen speichert personenbezogene Daten seiner Kunden wie Namen, Adressen und Kreditkarteninformationen. Eines Tages wird ein Mitarbeiter des Unternehmens Opfer eines Phishing-Angriffs und gibt versehentlich seine Anmeldedaten an einen Angreifer weiter. Der Angreifer erhält Zugang zum Unternehmensnetzwerk und fängt fröhlich an, Kundendaten zu exfiltrieren. Mit den gestohlenen Kreditkartendaten werden dann im großen Stil Einkäufe getätigt und ein Schaden in einer höheren sechsstelligen Summe entsteht. Das betroffene Unternehmen könnte jetzt in großen finanziellen, aber vor allem auch rechtlichen Druck kommen. Und das insbesondere, wenn es sich als nicht konform mit den DSGVO-Anforderungen herausstellt. Was man dabei auch nicht vergessen darf, ist der Schaden, der dem Ruf des Unternehmens zugefügt wurde. Wer möchte seine Daten schon gerne jemandem geben, der schon mal Kundendaten verloren hat? Mit einer DLP-Lösung wäre das Unternehmen möglicherweise in der Lage gewesen, ungewöhnliche Datenübertragungen rechtzeitig zu erkennen und zu blockieren. Außerdem kann eine DLP-Lösung dabei helfen, die Vorschriften der DSGVO einzuhalten, indem sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten richtig geschützt und vor allem auch nur von autorisierten Personen aufgerufen werden dürfen. Übrigens muss es bei DLP nicht unbedingt darum gehen, dass jemand böswillig was tut. Es soll auch dabei helfen, die Mitarbeiter davor zu schützen, versehentlich was falsch zu machen. Es kann so schnell passieren, dass man eine Kundenliste versehentlich nicht an den Kollegen, sondern an den externen Kontakt schickt. Und dann hat man eventuell ziemlich schnell ein ziemlich großes Problem. Wir schauen uns jetzt heute mal an, was Microsoft dazu in petto hat. Ihr erratet es schon, ich spreche von Microsoft Purview Data Loss Prevention. Purview Data Loss Prevention ist Teil der M365 Compliance Welt. Mit Purview DLP können sogenannte DLP Policies, also Richtlinien, erstellt werden. Eine DLP-Policy ist dafür da, meine schützenswerten Inhalte einerseits zu identifizieren, diese dann aber auch direkt zu schützen. Bleiben wir bei unserem Beispiel von gerade. Ich habe Dateien, in denen Kreditkartendaten von Kunden hinterlegt sind. Ich möchte wissen, wo diese Dateien liegen und was damit passiert und dass diese nicht in falsche Hände geraten. Und ich möchte, dass ich mitbekomme, wenn jemand anfängt, mit diesen Dateien was zu machen, was er nicht machen sollte. Ich habe dazu mal was vorbereitet. Ich habe eine Regel gebaut, die nach Kreditkartendaten in Dokumenten sucht. Wenn wir mal ins Compliance Center reinschauen, sehen wir, da ist irgendwas passiert. Also, Zugriff über compliance.microsoft.com. Dann auf der linken Seite Data Loss Prevention und Overview. Wir sehen auf der rechten Seite meine Activities. Hier 15 an der Zahl, 11 im SharePoint, 4 bei Microsoft Teams. Wir schauen mal bei View All Activities, was ist da tatsächlich passiert. Und wir sehen einen Haufen DLP-Rules gematcht, und zwar gestern und heute. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir auch, was genau ist wo passiert. Wenn wir jetzt da mal auf eine von diesen Aktivitäten draufklicken, dann sehen wir im Detail, was ist da wirklich passiert. Und zwar, also eine DLP, also eine Data Loss Prevention Rule, die ich erstellt habe, hat gematcht. Sie hat irgendwas gefunden. Und zwar, es wurde die Datei definitiv keine Finanzdaten.xlsx gefunden.
In dieser Datei, definitiv keine Finanzdaten.xlsx, wurde ein Sensitive Info Type, und zwar wurden Kreditkartendaten gefunden. Wer würde das tun? Einfach im Dateinamen lügen. Und dann sehen wir hier unten noch, welche Regel hat gezogen, und zwar High Volume of Content Detected, also da wurden viele Daten gefunden, und zwar vom Typ Germany Financial Data. Und bei den Rule Actions sehen wir dann noch, was ist eingestellt. Also in dem Fall Block Access, also der Dateizugriff auf diese Datei, wurde zurückgenommen. Es kommt keiner außer dem Ersteller der Datei mehr auf die Datei drauf. Und dann weiter unten, bei der Location sehen wir noch, wo liegt das Ganze. Liegt im SharePoint oder SharePoint Online in dem Fall. Microsoft kennt keinen lokalen SharePoint mehr. Und in welcher Dokumentenbibliothek liegt das Ganze? Ich kann mich dann dahin mal durchklicken. Auf die Bibliothek komme ich jetzt als Admin nur drauf, weil ich tatsächlich Zugriff auf die Bibliothek habe. Also ich bin da berechtigt drauf. Wer keine Berechtigung drauf hat, kommt da natürlich auch nicht drauf. Müsste sich dann erst berechtigen. Und dann habe ich hier meine definitiv keine Finanzdaten.xlsx. Da sehen wir dann direkt einen Policy-Tipp mit Contains sensitive information, some commands aren't available. Also da sind sensible Daten drin und irgendwas ist nicht verfügbar. Und wenn wir da mal reinschauen, schauen wir mal, hat das Teil recht? Und ja, das sieht doch durchaus so aus, als ob da irgendwie Finanzdaten drin wären. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Daten, die in der Microsoft Cloud liegen. Purview DLP kann noch viel, viel mehr. Natürlich kann ich Daten finden, die in SharePoint Online oder OneDrive liegen. Ich kann aber auch Informationen finden, die zum Beispiel über Exchange Online oder Teams verschickt werden. Sind schützenswerte Inhalte in der Mail? Dann blockiere ich doch einfach, dass diese Mail rausgeschickt wird und informiere den User oder zum Beispiel die IT drüber. Außerdem kann ich mit Endpoint DLP Daten direkt auf meinen Endgeräten schützen. So kann ich beispielsweise verhindern, dass jemand Dateien mit bestimmten Inhalten auf einen USB-Stick kopieren kann. Oder möchte ich nur mitkriegen, wenn jemand mehr als 10, 20 oder 100 Dateien aus dem SharePoint runterlädt und auf einen Stick kopiert? Auch das geht. Aber damit noch nicht genug. Ich kann mit Purview DLP auch andere Cloud-Dienste anbinden, wie Dropbox oder Google Workspace, und auch dort meine Daten finden und schützen. Das reicht euch immer noch nicht. Dann bindet doch einfach eure On-Premises-File-Shares mit an und lasst die auch mit überwachen. Oder euren On-Prem-SharePoint-Server. Oder Power BI. Geht alles. Und in all diesen Quellen findet DLP dann sensible Inhalte. Und das funktioniert folgendermaßen. Es wird der Inhalt einer jeden Datei analysiert. Und das passiert aufgrund verschiedener Parameter. Zum einen kann eine Datei nach bestimmten Schlüsselwörtern durchsucht werden. Also habe ich eine Liste mit Wörtern, nach denen gesucht wird, zum Beispiel das Wort Visa. Ist mir eine Wortliste zu wenig, kann ich mir das auch ein bisschen dynamischer mit Regex gestalten. Oder ich verwende eine vorgefertigte Funktion, die zum Beispiel nach dem Muster einer Kreditkartennummer sucht. Also irgendwas 12- bis 16-stelliges, das eventuell in mehrere Blöcke unterteilt ist. Und wenn ich dann ein erstes Ergebnis in der Datei gefunden habe, eben zum Beispiel mein String Visa, kann ich noch nach einem zweiten String in der Nähe suchen. Das nennt sich dann Secondary Data Match. Ich kann sagen, wenn in einer Datei das Wort Visa steht und in den nächsten 50 Zeichen eine 16-stellige Zahl auftaucht, ist es deutlich wahrscheinlicher eine Kreditkartennummer, als wenn die Zahl eben alleine auftaucht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal eine Regel, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze so tickt. Vorher aber noch ein kleines Wort zu den nötigen Lizenzen. Also ist wie so oft bei Microsoft. Die Standardfunktionen sind in mehreren Plänen enthalten, da wo es cool wird, braucht es E5. Das ist hier genauso. Die Grundfunktionen sind im M365 Business Premium und ab Office 365 E3 oder höher enthalten. Einige der Features, wie zum Beispiel Endpoint DLP, gibt es nur in der Microsoft 365 E5 oder eine Add-on-Lizenz zu M365 E3 dazu. Endpoint DLP ist das Ding, mit dem ich meine Daten direkt auf den Endgeräten schützen kann. Das ist meiner Meinung nach eines der stärksten Features überhaupt, und da verstehe ich sogar, dass das nochmal hinter einer Paywall steckt. Also, wir erstellen eine Richtlinie. Dafür wieder im Compliance Center, Links auf Data Loss Prevention und auf Policies. Bei den Policies sehen wir jetzt einerseits die Policies, die wir schon haben. Hier meine Germany Financial Data. Das ist die, die gerade die ganzen Sachen gefunden hat, die ich euch gezeigt habe. Und hier oben über Create können wir einfach eine neue erstellen. Da haben wir dann die Möglichkeit, entweder mit einem Template zu starten, also mit vorgefilterten Informationen, die Microsoft schon hat, oder wir möchten irgendwas Eigenes erstellen. Und in dem Fall möchten wir natürlich mit dem Template starten, weil warum sollten wir uns den ganzen Aufwand machen, der eh schon da ist. Wir möchten jetzt was erstellen, eine Regel erstellen, die persönlich identifizierende Informationen findet.
Und zwar mit Fokus auf Deutschland. Also Germany Personally Identifiable Information, PII Data. Dann suchen wir uns das raus, klicken auf Next, geben dem Ganzen dann noch irgendeine Beschreibung, die ist dann nur für uns. Wie heißt das Ganze? Wie wird es beschrieben? Für die Demo lassen wir das jetzt einfach alles im Standard. Dann kann ich noch sagen, möchte ich das Ganze auf eine Administrative Unit binden, also quasi soll diese Regel für mein ganzes Verzeichnis, also für meinen ganzen Tenant verfügbar sein oder nur für eine bestimmte Untergruppe. In dem Fall, ich möchte natürlich mein ganzes Verzeichnis. Und dann im nächsten Schritt können wir sagen, wo soll diese Policy ziehen? Also auf welche Speicherorte schaut die Policy? Und zwar, ich kann nach Exchange-E-Mails suchen. Ich kann nach SharePoint-Sites oder in SharePoint-Sites nach Daten suchen. Ich kann in OneDrives nach Daten suchen. Ich kann Teams-Nachrichten und auch Teams-Channel-Nachrichten durchsuchen und prüfen. Ich kann Geräte durchsuchen, Endpoint-DLP. Und ich kann On-Premises-Repos durchsuchen. On-Premises-Repos setzen dann nochmal voraus, dass ich lokal einen Connector-Service habe. Den habe ich in dem Fall nicht, aber ich kann es trotzdem angehakt lassen, falls ich dann irgendwann mal einen Service haben sollte. Und wenn wir damit glücklich sind, klicken wir Next. So, und jetzt wichtiger Punkt, aufpassen. An der Stelle kann man jetzt sagen, ich möchte einfach nur weitergehen und die vorgefertigten Einstellungen, die mir Microsoft vorschlägt, überprüfen und noch an ein paar Punkten anpassen. Der Wizard funktioniert nicht richtig. Teilweise gibt es Einstellungen, die ich setze, die dann am Ende in meiner Regel nicht mehr auffindbar sind. Deswegen geht lieber hier gleich unten auf Create or Customize Advanced DLP Rules und klickt das Ganze von Hand einmal richtig durch. So, hier sehen wir dann zwei Regeln, die schon vorhanden sind. Und zwar einmal ein Low Volume of Content Detected und einmal ein High Volume of Content Detected. Wenn wir hier auf den Stift klicken zum Bearbeiten bei Low Volume, dann sehen wir, was macht das Ganze. Und zwar, hier oben haben wir unsere Conditions. Also auf welchem Inhalt, auf welcher Basis findet diese Regel Informationen, die in meinen Dokumenten enthalten sind. Und zwar, einmal meine Germany Driver's License Number mit einer Medium Confidence, also ist ich relativ sicher, dass das eine deutsche Führerscheinnummer ist. Und zwar 1 bis 9 Mal in einem Dokument oder in einer Nachricht oder einer E-Mail. Deswegen Low Volume. High Volume wäre dann 10 oder höher. Kann ich auch einstellen, wenn ich möchte, dass Low Volume nur bis 5 geht und High Volume schon ab 5 startet, dann kann ich das machen, wie ich lustig bin. Und zusätzlich sucht es dann noch nach einer deutschen Ausweisnummer. Auch relativ sicher, nicht sehr sicher, wäre dann High Confidence mit einer Anzahl von 1 bis 9. Und dann können wir hier unten bei den Actions sagen, was soll passieren. Da könnt ihr jetzt mal selber drüber lesen, aber am wichtigsten ist eigentlich das Restrict Access or Encrypt the Content in M365 Locations. Also ich möchte einschränken, wer Zugriff auf meine Daten kriegt, die halt eigentlich da nicht sein sollten oder wo nicht jeder Zugriff drauf haben soll. Wenn wir hier einstellen, Block only people outside your organization, was der Standard ist, dann haben einfach keine Menschen, die außerhalb meiner Organisation sind, also Gäste in meinem Tenant zum Beispiel oder wirklich komplett externe Zugriff auf Daten, die so gefunden wurden. Jetzt mal angenommen, ich habe in einem Team einen Gast drin und lege in dieses Team eine Datei rein, dann wird der Datenzugriff so verändert oder die Berechtigung so verändert, dass eben nur meine normalen Benutzer Zugriff drauf haben und die Gäste nicht. Wenn ich sage Block Everyone, dann hat tatsächlich auch niemand aus meinem eigenen Tenant mehr Zugriff auf diese Daten, sondern nur noch der Besitzer, derjenige, der es zuletzt verändert hat und der Seitenadmin. Bei meinen User Notifications kann ich dann noch einstellen, wie sollen meine User benachrichtigt werden, wenn der Datei, die sie hochgeladen oder erstellt haben, Daten enthält, die in dem Fall eine Ausweisnummer enthalten. Und zwar, erstmal sollen die überhaupt informiert werden? Ja, klar, ich will, dass sie irgendwie Bescheid kriegen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits würde ich denen gerne einen Policy-Tipp anzeigen. Also das ist dieses kleine Pop-up, das dann im Word oben kommt oder in meinem SharePoint, wenn ich eine Datei hochlade, dieses kleine Ausrufezeichen, das wir hier drüben sehen, beziehungsweise dieses Stoppschild, kein Ausrufezeichen, mit dem Policy-Tipp hier. Dann kann ich zusätzlich noch eine E-Mail-Notification lostreten. Die geht im Standard. Und in dem Fall, so wie es hier konfiguriert ist, an die Person, die die Daten oder die Informationen erstellt hat, den Besitzer der SharePoint-Site, den
Besitzer der Datei, also falls in der bestehenden Datei irgendwas verändert wurde, und an den Admin. Kann dann das Ganze auch noch alles anpassen, also ich kann den Mailtext anpassen, kann den Mailbetreff anpassen und ich kann auch den Policy-Tipp anpassen, was da angezeigt wird. Und ich kann bei einer E-Mail den Policy-Tipp als Dialog, also quasi wirklich hochpoppen lassen, bevor der User die Mail überhaupt abschickt. Also nicht bevor sie abschickt, sondern bevor die Mail abgeschickt wird. Also der klickt auf Senden, dann kommt das Pop-up. Bei den User Overrides kann ich dem User erlauben zu sagen, die DLP-Regel hat was Falsches gefunden, das ist ein False Positive. Ich möchte das überschreiben, ich möchte es übersteuern und kann dann auch noch angeben, müssen Sie eine Business Justification, also einfach eine Erklärung angeben, warum haben Sie das jetzt gerade übersteuert, und kann dann auch noch die Rechte geben, das Ganze wirklich als False Positive zu reporten und dann direkt die Regel zu übersteuern, dass quasi der Zugriff einfach so ist, wie er bisher war. Was dann noch wichtig ist, sind hier die Incident Reports. Und zwar vor allem der erste Punkt, Send an Alert to Admins when a Rule Match occurs. Heißt witzigerweise nicht, dass die Admins tatsächlich einen Alert kriegen, also eine Mail kriegen oder sowas, sondern es heißt nur, dass ein Alert in meinem Security Center erstellt wurde. Und zwar in meinem security.microsoft.com, da wo meine ganzen Alerts vom Defender for Endpoint und allem anderen auflaufen. Und was ich dann davon habe, ist, dass dieser Alert mit bestehenden Incidents verkoppelt werden kann oder auch automatisch gekoppelt wird. Das heißt, ich habe auf der einen Seite vielleicht einen Virenbefall und mein DLP reportet, dieser PC hat dann versucht, auf Daten zuzugreifen. Und dann habe ich auf einmal eine viel bessere Übersicht, was ist da tatsächlich passiert. Möchte ich dann trotzdem noch zusätzliche Mails an irgendwelche Leute schicken, kann ich hier über Add or Remove Groups einfach zusätzliche Mail-Empfänger hinzufügen. Auch noch spannend, ich kann hier unten Daten, die auf Endgeräten gefunden wurden, also über Endpoint DLP, an einen Azure-Speicherort verschieben, sodass die quasi als Beweise dort gesichert werden und selbst wenn danach die Daten noch verändert werden, ich was habe, mit dem ich sagen kann, hier, da ist mal was schiefgelaufen oder da war es. Muss man selber wissen, ob man das so möchte und vor allem auch, ob das datenschutzrechtlich drin ist. Dann kann ich noch einstellen, wie oft soll ein neuer Alert, also von hier oben diese Alerts, ein neuer Alert erstellt werden. Jedes Mal, wenn eine Regel zieht, also quasi jedes Mal, wenn eine Datei erstellt wird oder jedes Mal, wenn eine Nachricht geschickt wird mit irgendwelchen sensiblen Daten drin. Oder möchte ich, dass das nur passiert, wenn zum Beispiel mehr als 15 Mal was gefunden wurde in einem Zeitraum von meinetwegen 60 Minuten. Ich möchte, dass das immer passiert. Und dann sind wir damit fertig, sagen Speichern. Und jetzt könnte ich das Ganze auch noch für meine High Volume of Content durchkonfigurieren, aber es ist jetzt eine Demo, wir sparen uns das Ganze. Also weiter auf Next. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wollen wir die Policy jetzt abspeichern. Ich empfehle euch, macht es erstmal im Testmodus. Der Testmodus erstellt schon mal Alerts, aber eure User kriegen davon erstmal nichts mit. Also überall, wo ihr eingestellt habt, der schränkt Zugriff ein, das zieht im Testmodus nicht. Ihr könnt in dem Testmodus die Policy-Tipps schon mal aktivieren, also die User würden dann eine Meldung kriegen, da wurde was überwacht, da wurde was gefunden, aber sie verlieren keinen Zugriff drauf. Oder, wenn ihr mutig seid, könnt ihr die Policy natürlich auch direkt einschalten. Dann noch auf Next und nochmal drüber lesen, ja, passt ja alles, und dann Submit, damit ist das Ganze gespeichert. Es kann dann wirklich bis zu 24 Stunden dauern, bis die Policy auch wirklich funktioniert. Also nicht nervös werden, wenn es ein bisschen dauert. Das gleiche gilt übrigens auch für Änderungen. Auch das dauert manchmal bis zu 24 Stunden. Und damit sind wir jetzt schon am Ende des Videos angekommen. Wir werden uns in den nächsten Wochen in dieser Serie noch genauer mit den Alerts auseinandersetzen, welche Einschränkungen man mitgeben kann und natürlich wie Endpoint DLP funktioniert. Und noch viel mehr, was rund ums Thema DLP dazugehört. Wenn ihr was habt, was euch ganz besonders interessiert, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und unbedingt abonnieren, wollt ihr bestimmt den Rest der Reihe nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.